Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, wir sind mal wieder auf der Alp. Wir sind mal wieder beim Raps. Nächste Fuhre Bienen auf der Alp. Bei schönem Wetter. Wieder ein ganz schön traumhafter Standort. Hier hinter mir die Bienenkästen. Hier der Raps. Einfach schön. Ich habe ein kleines Experiment gemacht und zwar einen kleinen Drohnenflug. Wenn das was geworden ist, schneide ich euch das hier rein. Was man hier vielleicht kurz zu den Bienen sagen kann, es ist ja auch bei jedem Imker nicht alles Gold, was glänzt. Ich zeige euch mal geschwind ein bisschen so einen Überblick. Es sind sehr unhomogen für meine Verhältnisse. Ja. Also wir haben Bienenvölker dabei, die haben zwei Honigräume voll mit Bienen. Wir haben Bienenvölker ein Honigraum und wir haben zwei Bienenvölker in dieser Gruppe mit keinem Honigraum. Ja, warum ist das so? Das ist einfach diesem Frühjahr geschuldet. Ne? Das sind eigentlich alles gleiche Königinnen. Ursprünglich gleiche König, also gleiche Königin, gleich alt. Verschiedene Herkunft. Ja, also das kann ich euch verraten. Nein, ich verrate es euch nicht. Aber es sind ein paar zugekaufte Königinnen von einem Züchter, wo ich gedacht habe, das probiere ich mal aus. Und ja, das Fazit ist bisher eigentlich so, dass meine Königin eigentlich bisher deutlich besser sind. Aber wir schauen uns das noch ein Weilchen an und dann können wir da letztendlich irgendwann mal ein Fazit ziehen. Genau, warum sind die, also zum einen will ich den Unterschied der Königin sehen, deshalb habe ich die nicht so ausgeglichen noch. Zum anderen hätte ich bei der Gruppe auch noch nicht so die Möglichkeit gehabt. Also die hatten bisher keinen Rapskontakt, sind dementsprechend auch in der Entwicklung jetzt nicht bei 110%. Und dadurch eben keine Honigräume und ich gleiche ja ganz gerne über die Honigräume auf. Aber dazu brauche ich ja im Prinzip, oder will ich haben, zwei bienenbesetzte Honigräume mit Bienen, weil dann kann ich nicht ein Honigraum auf ein schwächeres Volk nehmen. Ne? Das würde sich jetzt hier anbieten, weil ich weiß, dass eigentlich alle Königinnen einjährig sind, eigentlich alle Königinnen gut sein müssen. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt hier noch nicht gemacht, weil ich will mir das jetzt mal noch eine Woche anschauen. Meine Königin im Vergleich zu den zugekauften. Ich glaube, das Fazit kann ich schon ziehen, aber ich will es mir einfach noch mal anschauen und genau, einfach mal ein bisschen mit unter Volllast praktisch das sehen, was da passiert. Und dann würde ich die einfach ausgleichen und dann haben wir hier auch eine Gruppe. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt wieder ein früher Raps, zwar auch auf der Schwäbischen Alb, aber ein bisschen tiefer. Also der ist schon im Prinzip, kann man sagen, in Vollblüte. Das wird hier nicht mehr so arg lang gehen. Aber ja, bei raschen Zunahmen lohnt sich das auch. Das ist für mich jetzt nicht so weit zu fahren wie ein anderer Standort. Und deshalb ist er praktisch unplanmäßig oder relativ spontan. Habe ich hier einfach noch die Möglichkeit gehabt, die hier herzustellen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Gut, ich fahre jetzt wieder heim. Wünsche euch viel Spaß beim Video. Wie gesagt, ich schneide euch noch ein paar Drohnenaufnahmen rein oder habe es euch schon reingeschnitten. Das weiß ich noch nicht.
Ganz schöne Kontraste, ne, weil hier wurde der erste Schnitt gemacht, also siliert. Da hat man das Hellgelb, Dunkelgrün von den Feldern, der Raps, also sehr schöne Landschaft. Gut, bevor der Wind hier wieder stärker wird, wünsche ich euch noch was und bis dann.